Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Batman Arkham Knight. So, in der letzten Folge hatten wir eine kleine Auseinandersetzung mit Commissioner Gordon, da er uns die Schuld am Verschwinden seiner Tochter gegeben hat. Wir haben ihm versprochen, Barbara Gordon zu retten. Dafür mussten wir aber erstmal das Netzwerk hacken, damit wir die Brücke runterfahren können. Ansonsten kommen wir mit dem Auto da nicht rein. Und am Ende der Folge kam... Hab ich mich jetzt erschrocken. So. Das hier, meine Lieben. Die Fledermaus-Kreatur befindet sich noch immer auf Niagani Island. Ich muss sie finden. Mit einer Blutprobe erfahre ich, wer oder was sie ist. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste dies hier Man-Bat sein. So, mit einer Blutprobe. Wo bist du? Da ist er doch. Du hast sie verloren. Die Kontrolle über Gott. Deine lange Schreckensherrschaft. Jetzt herrsche ich. Ich sehe dich, Madame. Wo willst du hin? Kannst kaum erwarten, dass Batman und der Arkham Knight sich gegenüberstehen. Was bist du nur für eine Kreatur? Bist du wirklich Man-Bat? Drüben.
Wie kriege ich eine Blutprobe von dem Ding? Wo sind die anderen? Was habt ihr mit ihnen gemacht? Deine Sorge ist bewundernswert, aber an deiner Stelle würde ich mir Gedanken um mich selbst machen. Da, jetzt habe ich dich. Und es müsste... Alfred, analysiere die Blutprobe, die ich gerade hochgeladen habe. Wie Sie wünschen, Master Bruce. Ich suche jetzt nach Übereinstimmungen. Ich will gar nicht wissen, wie Sie daran gelangt sind, Sir. Ah, da wären wir. Das Blut ist stark mutiert, es gibt aber eine Teilübereinstimmung. Ein Dr. Kirk Langstrom. Such nach Eigentum in Gotham, das Dr. Langstrom gekauft oder gemietet hat. Sicher, ein Moment. Ja... Er und seine Frau haben ein Kellerlabor in Chinatown. Ich schicke Ihnen die Adresse. Verbesserungspunkt. So. So, wir werden jetzt herausfinden, wer oder was diese Kreatur ist. Den richtigen Namen haben wir bereits erfahren. Und ich bin gespannt, ob es sich hier wirklich über um Man-Bat handelt. So. Irgendwo hier muss es reingehen. Ja. Und zwar genau hier. Haben wir schon eine Charakterinfo? Albert King hatten wir letztes Mal schon. Oder irgend... Henry Adams, der einzige, der von diesem Joker Blut nicht infiziert wurde. Dieser Hass in deinen Augen, wohin, my Ace Chemicals? Du musst Angst haben. Genau, Dr. Kirk Langstrom. So.
Okay, da drin liegt schon, glaube ich, eine Leiche. Ich bin so stolz auf dich, Schatz. Leg los. Sag, was du getan hast. Hallo, Ben. Das ist falsch. Na los, sei einfach du selbst. Okay. Das genetische Resplicing war ein Erfolg. Die rekombinanten Moleküle... Schatz, du machst es schon wieder. Versuch's mal verständlicher. Ja, natürlich. Entschuldige. Also, wir haben die DNA von des Modus Rotundes, ich meine, der Vampirfledermaus, mit der des Menschen kombiniert. Dieser Durchbruch könnte, wird, Gehörlosigkeit für immer heilen und verhindern. Wie war das? Perfekt, Schatz. Sag ich doch, Man Bat. Hast du das drauf, Schatz? Glaub schon. Ist das rote Licht an? Solche Versuche sind echt räudig. Ja, seine Frau ist tot. Ich bin so stolz auf dich, Schatz. Leg los. Sag, was du getan hast. Hallo, Ben. Sei einfach du selbst. Stumpfe Gewalteinwirkung am Kopf. Langstrom wusste nicht, was er tat. Resplicing war ein Erfolg. Die rekombinanten Moleküle... Schatz, du machst es schon wieder. Versuch's mal verständlicher. Da ist ein Computer. Vielleicht enthält er ein paar Antworten. Auf dem Computer ist Dr. Langstroms Forschungsmaterial gespeichert. So, na, was sehen wir? Er hat seine DNA mit der einer Vampir-Fledermaus gekreuzt? Das konnte nicht gut gehen. Wenn ich seine Dateien durchsuche, kann ich vielleicht ein Mittel gegen seine Verwandlung herstellen. Das wäre cool. Ich muss die Man-Bat-Signatur isolieren und aus Langstroms DNA entfernen. Läuft bis jetzt ganz gut. Los. Das war's. Ich habe eine saubere DNA-Probe hergestellt. Jetzt muss er nur noch seine Medikamente nehmen. Tja. Alfred, ich habe das Heilmittel aus Langstroms Labor. Jetzt muss ich nur noch ihn finden. Wo könnte er sich verstecken? Er weiß nicht, was er tut. Er könnte überall sein. Niemand kennt diese Stadt so gut wie Sie, Master Bruce. Sie finden ihn. Ich bin so stolz auf dich, Schatz. Leg los. Sag, was du getan hast. Das heißt... Hallo, Ben. Das ist falsch. Na los, sei einfach du
Echt schade. Also, wie gesagt, der Wille war gut, aber die Idee war halt einfach nur blöd. So, und jetzt haben wir neue Informationen. Richtiger Name: Kirk Langstrom und Francine Langstrom. Waren beide Biologen aus Gotham City. Er hatte grüne Augen, sie blaue, graue Haare und braune Haare. Beide eigentlich ganz normal groß, 1,75 und 1,70. 77 Kilogramm, sie 68 Kilogramm. So. Sein erstes Auftreten war in Detective Comics Nummer 400 aus dem Jahre 1970. Und nur 2 Monate später kam dann sie in der Ausgabe 402. Seine Frau, deine Eltern. Warum haben dich tote Verwandte in einen riesigen Fluglager verwandelt? Hallo? Du sollst nicht springen. Du sollst das, genau. Betätige es. So, wo könntest du stecken? Okay. Hier fliegt ganz klar etwas Seltsames durch die Lüfte. Etwas Seltsames? Das kann ja nur Batman oder mein Bett sein. Batman hatte Glück, es aus der Fabrik zu schaffen. Glück, das war Können. Riddler hat Catwoman. Sag mir, wieso. Ich schwöre, ich weiß es nicht. Ich habe sie nur gefesselt und hier drin zurückgelassen. Wieso? Was hat Nigma vor? Keine Ahnung. Hä? Ich habe sie nur hergebracht und ein paar von ich will doch aber... platziert. Das war's. Du musst das mir tue ich. Sobald Alfred das System neu gestartet hat, werde ich das Batmobil nach Miagani Island bringen. Wie war das nochmal mit der...
Ich habe, glaube ich, gerade die... Unsere Armee ist gut ausgerüstet. Diszipliniert und... Die Fledermauskreatur versteckt sich. Wenn sie hervorkommt, bin ich bereit. Ah, okay, die kann ich gerade nicht weitermachen. Celina ist immer noch im Waisenhaus. Gemeinsam werden wir sie befreien. Wenn ich die Leiche untersuche, die ich auf dem Dach von Terz Electronics gefunden habe, kann ich vielleicht den Mörder aufspüren. Ich muss ihn aufhalten. Alfred, ich habe noch eine Leiche gefunden. Die Verstümmelung scheint identisch mit der des letzten Opfers zu sein. Dann scheint es wohl, als hätte Gotham es tatsächlich mit einem Serienmörder zu tun und ich dachte, dieser Abend könnte nicht schlimmer werden. Ach. Ich scanne die Leiche nach besonderen Merkmalen. Latsch, wir kriegen das schon hin. Ich habe so ein Narbengewebe schon mal gesehen. Das ist eine Bissspur. Dem Muster nach stammt sie von einer Selachimorpha-Art. Diese spezielle Haiart gibt es nur vor der Küste von North Gotham. Eine Haiart? Was zum Teufel? Das Opfer verfügt über eine Okularprothese. Dieses besondere medizinische Acryl wurde nur einmal während einer Probezeit vor 5 Jahren eingesetzt. Anzeichen von Gewalteinwirkung am Oberarm. Es wurden Titanschrauben zur Behebung einer Oberarmfraktur eingesetzt. Alfred, das Opfer heißt Lisa Mendes. Sie hatte eine unglückliche Kindheit, Sir. Sie verlor früh ihre Eltern, lebte in Pflegefamilien und nahm Drogen. Dennoch wurde sie eine recht begabte Surferin und so kam es auch zu der Haiattacke. Leider starb bei dieser ihr Freund. Sie arbeitete für einen Wohltätigkeitsverband in Tucson, Arizona, als sie verschwand. Ein weiteres Entführungsopfer, das nicht aus Gotham kommt. Ein wichtiges Detail, Sir. Das sind die Worte neben den Leichen auch. Versuch, eine Verbindung zwischen den beiden Opfern, die ich entdeckt habe, zu finden. Es muss irgendwo Gemeinsamkeiten geben. Ich tue, was ich kann. Okay. 3 Punkte. Okay. Ich muss schon sagen, es ist gut wieder hier zu sein. Gotham war ohne mich einfach nicht dasselbe, was? Scarecrow als größter Schurke der Stadt? Nicht mehr lange. So, was kommt denn für eine Falle Batman? Hier? Batman, ne? Das bist besser du und du willst dich besser entschuldigen. Halt still. Genau, halt still. Bist du okay? Großartig. Welches Mädchen träumt nicht davon, der Köder für ihren dunklen Ritter zu sein? Wir verschwinden. Du vielleicht, ich aber nicht. Ah, beide Kandidaten sind endlich hier. Heute Nacht, Leute, haben wir Rätsel in Fülle. Aber zuerst will ich meine schönen Assistentinnen vorstellen. Ich hatte es satt vom nutzlosen Abschaum in Gothams schäbiger und uninspirierter Unterwelt abhängig zu sein. Warum sich auf die Hilfe anderer verlassen, wenn man sie selbst designen, programmieren, entwickeln und dann herstellen kann?
ein echter Gentleman. Yo, wie cool. Was ihr für ein Paar abgeht. Zusammen seid ihr gerade genug, um zu überleben. Erfreue dich daran, solange es geht, Dr. Ritter. Ich habe mehr für dich geplant, als Dinge zu schlagen. Das ist ja mal mega cool. Echt cool. Das hat dir sicher Spaß gemacht. Mehr Spaß wird's heute leider nicht geben. Wird's heute, wie du siehst, hat diese kesse kriminelle Katze ein neues Halsband bekommen. Mit jeder abgeschlossenen Aufgabe gibt es einen kleinen Schlüssel. Erhalte alle Schlüssel und das Kätzchen ist frei. Entfernst du es zu früh, macht das Kätzchen bum bum. Nicht verzweifeln, dunkler Ritter. Du hast doch schon einen Test geschafft. Also mal sehen, wie lange du brauchst, um einen fliegenden Start in ein Fiasko zu verwandeln. Setz dich in dein Raketenflitzer und komm nach Chinatown, Detektiv. Dein zweiter Test erwartet dich. Erwartet dich. Okay. Ich bin bald zurück. Und zwar so bald wie möglich. Typen wie Eddie ließen mich in Ruhe, bevor ich mich mit dir vertragen habe. Catwoman, Selina Kyle. Professionelle Diebin. Grüne Augen, schwarze Haare. 1,70. 57 Kilogramm. Erstes Auftreten. Batman Band 1 aus dem Frühjahr 1940. Ich habe wieder die Kontrolle über die Brücken. Gute Arbeit. Ich melde mich, wenn ich an der Mercy Bridge bin. Tja, Batman, mein Guter, das ist ja auch ein Dilemma, oder? Rettest du die unfähige Freundin, die sich hat kidnappen lassen, oder die unfähige Freundin, die sich hat kidnappen lassen? Ich persönlich würde mir ja Eddies neuestes Todeslabyrinth ansehen. Ich bin sicher, er hat sich richtig Mühe gegeben. Außerdem kannst du Barbara eh nicht ganz retten. Eine Hälfte habe ich ja schon umgebracht. Mission 2. Was? 0 von 243 Rätseln gelöst. Tja. Ich gehe zurück zur Mercy Bridge, um die Spur des Wagens des Arkham Knight aufzunehmen. Miss Gordons Wohlergehen ist uns allen sehr wichtig. Viel Glück. Fledermaus töten!
Haben wir den zweiten Feuerwehrmann. Danke. Ich dachte, das war's. Diese Tiere. Denken Sie nach. Können Sie sich an den Angriff erinnern? Der Chief schickte uns zurück in die Stadt, um nach Zivilisten zu suchen. Er sagte, wir lassen keinen zurück. Und auf einmal schlug so eine Art Feuerball in uns ein. Ich ging wohl K.O. Ich weiß nur noch, wie einer der Psychos eine Kippe auf mir ausdrückte. Hast du die anderen gefunden? Den Chief? Ich suche noch. Warten Sie hier. Jemand wird Sie in Sicherheit bringen. So, ein Verbesserungspunkt. Damit haben wir 4 Punkte und können unseren Widerstand gegen Schusswaffen auf 100% erhöhen. So, als nächstes werde ich wohl das Batmobil verbessern. So, Missionswahl. Wir werden jetzt auch ab sofort mal ein bisschen uns auch ablenken lassen, sagen wir mal so, von der Hauptmission. Ich gehe zurück zur Mercy Bridge, um die Spur des Wagens des Arkham Knight aufzunehmen. Das Wohlergehen ist uns allen sehr wichtig. Viel Glück. Um die Nebenmissionen dann auch mal so ein bisschen mitzunehmen. Die Fledermaus hat schon zu lange die Kontrolle. Es wird Zeit, dass wir den Spieß umdrehen. Auto zurück. Super, Scarecrow ist im Fernsehen. Was für eine Ansprache. Wenn ich jemanden ausrufe, kläre ich den auch. Alfred, ich bin an der Brücke. Einen Moment, Sir. Ich sollte Sie wohl warnen. Es erwartet Sie erhebliche Milizpräsenz. Ist notiert. Ich habe Zugriff auf die Dateien, an denen Miss Gordon vor ihrer Entführung gearbeitet hat. Sie hat wohl eine Schwachstelle der Drohnen entdeckt. Ein direkter Treffer mit der Balkenkanone auf die Sensoren sollte sie mit einem Schuss zerstören. Sergeant, die Mercy-Brücke wurde heruntergelassen. Er kommt. Mamba-Drohnen aktiv und gefechtsbereit. Direkter Treffer bei einer Rattler. Panzerung hält. So, das machen wir jetzt noch. Ein Doppelgefechtskopf. Er durchdringt auch die nächste Panzerung. Ich habe auch Überraschungen parat, Batman. Mamba-Drohnen-Panzerung durchschlagen. In der nächsten Folge wird es hier dann weitergehen. Und ich hoffe, dass wir in der nächsten Folge dann Barbara Gordon alias Oracle aus den Fängen des Arkham Knight befreien können.
Und wer weiß, vielleicht treffen wir Manbat wieder, können noch ein paar Feuerwehrleute retten. Bleibt auf jeden Fall dabei. Hat mich gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich verabschiede mich und sage ciao.